Immer. Das ist, du musst dich immer verhalten wie eine Frau, die mein Friseur war. Wobei, die fällt sich genauso wie du. Guck mal, Basti. Zu meinen Haaren sagen? Jetzt ist nicht nur mein Schatz mit mir im Spiel unterwegs, sondern auch noch bei mir im Chat. Bitte? Hallo, mein Schatz. Oh, Tatsache. Bitte? Aber warte mal, das... Nee, warte, Was? Gibt es Thatch-Windows? Nee, gibt's nicht. Es gibt auch keine Thatch, gibt's nicht. Gibt's nicht! Emre, nicht sorry. Hau einfach rein, erzähl, wie lief's, Mensch? Bestimmt super, oder? Hi, Skorpion-Elf, na? Red? Was? Darf ich dich kurz mal küssen? Nicht nur kurz. Okay, gut. Wir haben letztens mal gesagt, dass wir statt No-Homo-Hashtag, No-Homo, dieser Scheiß da, ne, dass wir immer sagen, Homo. Full-Homo. 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 Hashtag Full-Homo. So von wegen, ey, Mann, Alter, Fred, ich mag dich einfach. Hashtag Full-Homo. Weil es ist halt einfach dieses No-Homo, Alter, das geht so auf den Sack. Echt? Seit wann? Ja. Ich habe das jetzt schon ewig nicht mehr gehört. Ja doch, das in letzter Zeit liest man es immer häufiger im Chat. Also immer mal wieder. Irgendwie, weiß ich nicht. Selbst wenn es homosexuell angehaucht wäre, ist doch gut. Und wenn es nicht so ist, dann ist es halt, keine Ahnung, ich kann auch sagen, dass Fried ein schöner Mann ist. Weiß nicht, dass ich schwul bin. Ja, ich kann auch sagen, dass ich Basti gerne mal von hinten. Das heißt auch nicht, dass ich schwul bin. Genau. Das heißt vielleicht einfach nur, dass Fried bi ist oder dass er gerne experimentiert oder sowas. Und dass ich einfach nur Basti sehr lieb hab. Was wird da im Chat geschrieben? Ja, da steht wohl ein Giganotto ziemlich nah an unserer Base. Ja, der macht nichts, oder? Der würde unsere Base komplett zerstören. Echt? Komplett. Ja. Der zerbeißt Stein, der zerbeißt alles. Außer Metall. Wie werden wir den jetzt los? Naja, wieder weglocken. Kostet 10 ihn. Oder, also ich würde ihn wahrscheinlich weglocken. Kostet 10 ihn jetzt? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Sie überlegt wohl. Bisschen schwul ist auch cool. Auch voll schwul ist cool. Also es ist vollkommen egal. Also es interessiert halt einfach nicht. Es ist vollkommen... Pumpe. Oh nein, ich hab Durst. Sexuelle Orientierung. Du hast Brust? Ja, das auch. Oh nein, du hast Lust? Ja, das auch. Was? Ich hab alles zusammen. Nee, ich hab hier so ein bisschen Durst. Durst. Ach, Durst. Durst war es nur. Durst. So. Jetzt gehofft. Wenn ich nach Hause komme, liegst du dort. Hab ich nicht schon eine Bank gebaut? Ich hab doch eine Bank gebaut, oder? Basti, hab ich eine Bank gebaut? Weiß nicht. Ich kann dir das leider nicht sagen, Fred. Ich bin bald fertig übrigens. Du bist doch ein ganz Fixer, ne? Fix? So mit Kopfrechnen und so. Nee. 360 oder 370 durch 6 sind? 360 durch 66. Sind 62 ungefähr. Ja, nicht ganz. Ja. 61 und dann 4 Sechstel, das sind ja 2 Drittel. Also 61, Periode 6. Ja, gut. Ich habe aber... Krass, Mann. Leute, habt ihr das jetzt gesehen? Ich habe genau die richtige Anzahl hier reingehauen. Das ist doch nicht zu fassen. Du hast 61, Periode 6 Sachen da reingelegt. Ja. Krass. Nee, aber ich habe 62 ausgerechnet, habe mir einfach irgendwie Spark Powder rausgenommen. Und plötzlich war es tatsächlich die korrekte Anzahl. Die krokette Anzahl. Meistens, wenn man sich ja nicht sicher ist, ob das... jetzt Luck oder Skill war, dann war es Luck. So, Entschuldigung. Und wenn ich dir da jetzt deine... Nee, nicht nur bei dir, bei allen. Grundsätzlich, es ist eine grundsätzliche Gesetzgebung des Universums. Wenn man es nicht weiß, dann war es Luck. Ja, da ist was dran.
Oh, Freddy. Du Oh, geile Basti. Wechsau. Nee, dafür habe ich nicht studiert. Ich habe nicht dafür studiert, dass ich... So, solche Weisheiten von mir gibst? Nee, dass ich den mobilen Taschenrechner mache. Wobei Taschenrechner sowieso mobil sind, ne? Mobile Taschenrechner? Irgendwie ein Sexspielzeug. Ja, so ein bisschen. Oh. Wie wiegst du? Ach du Scheiße, ich glaube, ich kann nicht mehr fliegen, ne? Fred, ich bin zu schwer. Ja, komm her, Training. Was? Training? Ich muss unbedingt ein paar Betten bauen. Kann ich auch die normalen Betten nicht mehr bauen, oder was? Wieso, wofür willst du denn Betten bauen? Warum habe ich das normale Bett nicht gelernt? Ja, ich baue hier gerade so eine Jugendherberge? Kuschelecke, sag ich mal. Eine Kuschelecke? Meinst du so eine richtige Rammelbetten? Du musst aber dafür sorgen, dass sie. Wichtig bei so einem Bett ist ja immer, dass das Ganze an der Wand steht. Das. Verstehst du? Nee, das war das falsche Geräusch. Also das. Das plus dem hier. Das war schon passend, Basti, ja. Erstmal kloppe ich mir hier so ein bisschen Leder rein. So. Erstmal kloppe ich mir hier ein bisschen Leder rein. Bitte? Wo denn? Ich soll dich mit dem Vogel abholen, Basti, oder was? Ach so, ey, das könntest du tatsächlich machen. Nee, habe ich nicht gesagt, aber du könntest tatsächlich Elrond. Findest du Elrond irgendwo? Bestimmt. Wo soll ich dich denn abholen? Was ist denn da los bei dir? Weißt du, wo der Ankylo steht, oben auf dem Berg? Ja. Genau, da bin ich. Ich habe zu viel Kram eingesammelt. Ich habe einfach Unmengen Kram, den ich jetzt nach unten bringen möchte. Ja, sammel ruhig noch ein bisschen weiter, ich komme sofort, ja? Der Elrond ist auch voll. Wenn ich jetzt noch weiter sammle, dann ist, verstehst du? Was mit dem mach ruhig. Okay, ich sammle weiter, ich lasse den Kram einfach hier oben. Ich sammle, mach, Fred, mach du. Und dann holst du mich irgendwann ab, dann sagst du Bescheid, wenn du da bist, okay? Okay. Ich bastel aber noch hier ein bisschen weiter eben kurz, ne? Was meinst du mit ein bisschen weiter, Basti? Ja, ich wollte hier eben noch die eine Wand fertig machen. Das dauert nicht lang. Der Holz da. Wo ist denn der nächste Baum? Nur oberhalb der Baumgrenze, Fred. Was mach ich denn jetzt? So. So. So, und jetzt kommt hier das Bett hin. So. Ma. Sind schnell. Verdammt. Du. Hi Weißwurzel, grüß dich. Weißwurzel eigentlich ein Synonym für... Was ist eine Weißwurzel? Entschuldigung. Red? Was? Ist das nicht so ein Gemüseding oder so? Da hätte ich jetzt auch gesagt, aber was ist denn konkret eine Weißwurzel? Gibt es weiße Rüben? Also, doch, es könnte eine Rübe sein, oder? Ja, bestimmt. Irgendwie sowas. Ich meine, zu Karotten sagt man auch teilweise Wurzeln. Hallo, Catherine. Kennst du eigentlich NTSF SDSUV? Wovon redest du mit mir? Ja. Sag nochmal. NTSF SDSUV? Nein, glaube ich nicht. Wieso? Kate Mulgrew spielt damit. Kate Mulgrew ist Captain Janeway aus deiner Lieblings-Star Trek-Serie. Ich weiß, wer Kate Mulgrew ist. Aber was ist das? Die spielt damit? Ist es relativ neu oder ist es schon älter? Das ist von 2011. Das ist ja tatsächlich relativ neu. Ich habe mich nämlich letztens erst gefragt, ob man die irgendwo noch sieht, die Leute, die so.
Sind immer so 10 bis 15 Minuten Folgen und ist halt eine Parodie auf diese ganzen CSI-Serien und so, diese ganzen, weißt du? Okay. Und Kate Mulgrew spielt halt die Chefin da und ist die Serie ist einfach völlig durch. Völlig over the top, wie wir Leute sagen. Deutschen. Die coolen Kids. Ja? Die coolen Kids sagen over the top. Nee. Wir haben doch bestimmt coole Kids anwesend. Was hat man... Nee, nicht in diesem Chat, Basti. Ich hoffe ja noch immer, dass wir auch irgendwie ein paar coole Leute am Start haben. Nee. Was sagt man, wenn etwas einfach komplett übertrieben ist? Die übertreiben ihre Rolle oder sowas, ne? Nee. Was sagt man da? Was sagt man, wenn die coolen Kids sagen, ey, das ist jetzt einfach voll übertrieben? Wie nennt man das? Hi Jungi, grüß dich. Wo ist die höchste Spawnrate von Quetzalen? Quetzals? Quetzelen? Gibt's nicht. Es gibt die spawnen überall gleich viel. Es gibt, Ich sitze auf Elrond. Ich fliege jetzt. Nicht gut. Nee. Was ist denn doch? Was ist da passiert? Aber egal. Nee, aber hast du dich auch entleert oder bist du jetzt schon fast komplett voll? Was soll ich mich vorher entleeren? Naja, wenn du. Ansonsten können wir halt nur ein Blümchen mitnehmen, vielleicht. Und, Elrond kann doch so schon viel tragen, oder? Ich weiß nicht. 700 oder so? Ich habe keine Ahnung. Nicht so viel. Ich entleere mich hier mal in das Mammut. Das benutze ich ja sowieso gerade als Arbeitstier. Das benutze ich ja. Ich entleere mich mal kurz hier in diese Frau. Die benutze ich ja sowieso gerade. Wobei, ist ja ein männliches Mammut, ne? Kali, ja. Richtig. Ja, gut. Dann geht das, oder was? Ja, dann ist das in Ordnung. Jo, hier kommt eine kleine Kiste hin. Ah ja. Kommt hier rein. Cementing Paste habe ich irgendwie noch in meinem komplett Tasche. Broken, sagt man da. Nee. Komplett broken ist was anderes. Hallo, okay. Ich... OP. OP oder over 9000? Okay. Ja, auf jeden Fall ist NTSF SD SUV völlig over 9000. Also eigentlich heißt es ja... NTSF. Bei dir funktioniert das nicht. Das klingt trotzdem einfach scheiße. Sorry, du bist kein cooles Kind. Was denn? Ja, NTSF. Also eigentlich heißt das ja NTSF Doppelpunkt SD Doppelpunkt SUV Doppelpunkt Doppelpunkt. Muss man nach Google. Ja, ich verstehe jetzt auch, was du mit gemeint, also wegen CSI und diesen ganzen Abkürzungen, da veräppeln sie quasi schon mit dem Titel. Es ist halt einfach, es ist halt, dauert halt 10 Minuten oder 10 bis 15 Minuten. Die Story ist immer völlig abgedreht. In der ersten Folge geht es zum Beispiel darum, dass irgend so ein Getränk auf den Markt gebracht wurde, das unendlich lange betrunken macht. Und ja, du trinkst das halt einmal und bist halt die ganze Zeit betrunken und und irgendwann explodierst du. So. Hier, Kate Mulgrew ist halt die zweite und sechste Ehefrau vom Hauptdarsteller gewesen. Okay. Und sag mal, welcher Berg war denn das? Der nördlichere oder der südlichere? Also ich bin jetzt bei, das ist der bei zwischen 30, 40 und 50, 60. Der südlichere, also dementsprechend. Okay. Isolde, vielen Dank für deinen Sub, Mensch. Wollte nur Fried nicht unterbrechen. Er hat gerade so schön erzählt. Na. Isolde, vielen Dank für deinen Sub. Ich freue mich sehr. Gieß mir extra für dich auch noch ein Schlückchen ein. Ein Schlückchen. Und das mache ich, obwohl ich gerade jetzt schon pissen muss. Und zwar brutalst. Oh. Und deswegen... Du bist ein Tausendsasser, Basti. Isolde. Vielen Dank für deine Unterstützung. Wo bist du da, ihr? Bleib schlaf gut. Na, hier oben. Hier, du musst da hoch und dann da hinten wieder runter. Auf der anderen Seite runter? Na, hier bin ich. In Richtung des Vulkans.
Ja, und aber da wieder runter vom Berg oder was? In die Richtung? Nee, nee, ich bin schon noch auf dem Berg. Aber du musst in Richtung hier des Vulkans einfach. Wenn du, ja, aber oben, von unserer. Da bist du doch. Hier, Fred, hier. Hey, Fred. Wo, ach, nein, da. Links, links von dir. Hier, hallo. Ja, ja, das war die Frage, Fred, ob ich wieder in die Richtung runter muss, vom Gipfel Fred aus. So, kannst du mal landen hier kurz? Einfach. Sicher. Sicher. Oh, du hast ja auch einen Affen dabei, den können wir auch ein bisschen Steine ins. Kannst du mal aufsteigen auf den, ich möchte mal gerade sehen, wie viel du wiegst. Okay, nochmal, okay. Flieg mal kurz ein Stück, kannst du noch einigermaßen fliegen gerade? Ja, es geht noch einmal frei. Warte. Gib hier mal noch ein bisschen mehr Kram. Hier ist auch der Affe, ne? Vergiss den Affen nicht. Ja, kannst du hier umsortieren. Oder hast du ihn abgeschmissen? Hier vorne, habe ich extra hier hingeworfen für dich. Ach so. Neben die Kackerhaufen. Ja, habe ich extra hingeworfen. Warte, dem können wir noch direkt ein bisschen Weight geben. Nee, ist halt eine Empfehlung. Es dauert, wie gesagt, 10 bis 15 Minuten, ist ziemlich witzig und völlig abgedreht. Das ist wie Sex mit dir. Ja. Aber an einem guten Tag. Ja. So. Warte, stopp. Achso, den Affen hatte ich noch nicht voll gemacht. Achso. Den Affen würde ich gerne noch voll machen, weil der nämlich. Da würde ich das komplette Gewicht angerechnet. Wie bitte? Da würde ich das komplette Gewicht angerechnet. Moment. Sondern, was wird da angerechnet? Die Hälfte oder was? Ich glaube, die Hälfte oder 75% oder sowas. Also, es macht schon Sinn, so einen Affen mit viel Tragkraft dabei zu haben, das macht Sinn. So, jetzt ist er voll. So, kann ich schon los oder willst du hier noch was reinknallen? Ich meine, nee, der fliegt noch, warte, ne? wie drück mal, machen wir mit Shift. Ah, oh, ist ja noch super schnell, warte, komm noch mal her. Da möchte ich gerade noch mal ein bisschen, weil ich habe hier recht viel Stein. Oh, der hat ja voll die Bürste oben drauf hier, der Quetz. Ja, ja, das haben sie auch, als sie das Gefieder hinzugefügt haben, haben sie den irgendwie auch so eine Bürste auf dem. Finde ich aber gut mit dem Gefieder. Ja, so. Ich finde, ja, das ja, hat das wirklich gefehlt vorher. Ja, richtig. Vorher war es so Plastik, jetzt ist es eher so ein bisschen, ne? Jetzt ist es flauschig. Kannst du jetzt noch fliegen? Nee, Inventor. Hier durch so ein Mammut, durch so ein Dings passt kein Mammut. Okay, Fred, kannst du dich, glaube ich, schon mal auf den Weg machen. Mach ich auch. Danke dir. Vielen Dank. Soll ich das hinknallen? Ich lasse das einfach in den Vogel drin. Ja, genau, ich kann das dann aus. Ich sortiere es dann aus. Ich lege den Vogel einfach, den lege ich direkt vor deine Haustür. Okay. Erstmal schießen. Den lege ich da hin. Ich glaube, es wäre auch schneller gegangen, wenn ich einfach zweimal mit dem Ketz geflogen wäre. Was soll's? Nee, warum? Jetzt mach mal nicht so einen Stress hier. Ich bin jetzt extra rübergekommen. Das war doch jetzt gut. Guck, jetzt kannst du doch einfach weitermachen. Das ist doch die tolle Sache. Nee, kann ich nicht. Ich muss ja trotzdem zurückkommen. Der Ketz ist ja trotzdem voll. Was passiert denn jetzt eigentlich mit dem blöden Saurier? Sag mal, kann der eigentlich nicht, also der Saurier, der bei uns angeblich in der Nähe der Basis sein soll, ne? Ja. Der würde von unseren Sauriern nicht aufgehalten werden? Ich glaube schon, dass unsere Dinosaurier in Summe ihn töten würden, aber der würde halt durch die Gegend rennen und alles zerbeißen. Das ist das große Problem. Der ist wirklich unfassbar stark. Der ist wirklich unfassbar stark. Gibt es davon auch eine Alpha-Version? Nee. Der ist aber stärker, als ein Alpha-Rex zum Beispiel. Der ist einfach richtig, richtig stark. Ich weiß übrigens nicht, welchen Berg Costa meinte. Entweder dieser oder. Warte mal. Na, warte mal, es stand. Am Strand gegenüber eurer Base. Bin ich da? Okay. Ich glaube, den muss ich gleich erstmal weglocken. Ich verpugel den gleich einfach. Wie Mr. Red schon sagt, mit bloßen Händen. Mit bloßen Händen, okay? Du, ich brauche für dich zwei Schläge, ne? Da möchte ich aber gerne zugucken. Ja, aber ich bin ja auch kein Giganotto, Fred. Haha. Aber trotzdem.
Ah, die sind wohl noch da. Ich möchte mir trotzdem mal angucken. Ich möchte mal gucken, wo der überhaupt ist. Fliegst du da jetzt hin, oder was? Warte mal. Warum sind eigentlich die Proportionen der Chars unterschiedlich? Nee, das kannst du am Anfang einstellen, Ascheregen. Sorry, habe ich das jetzt gelesen. Du kannst am Anfang deinen Charakter bauen, quasi, wenn du beginnst zu spielen. Ja, kannst es ganz klein machen, ganz groß, breit, dünn, hässlich, schön. Die Frauen kann man richtig schön machen, was ich schon gesehen habe in anderen Streams, wow. Da ist sofort meine Hose geplatzt, sag ich dir. Meinst du jetzt schön schön oder schön schön? Nee, die sehen wirklich gut aus und auch sexy, sag ich mal, wenn man sowas von einer Computerspielfigur sagen kann. Aber wirklich, also die Frauen, die kannst du echt, wow. Ich habe letztens eine gesehen, die malt ihre Charaktere auch so unfassbar geil an. Die sehen richtig gut aus. Oh, ich überhole dich sogar, Fred. Warte, warte, ich setze mich auf deine Plattform. Dann können wir uns wahrscheinlich nicht mehr bewegen, weil du zu schwer bist. Ja, ich kann mich nicht mehr bewegen. Zack, festgenagelt. Das ist ja fies. Ich komm zuerst an. Nee, kommst du nicht. Okay. Ich kann kein Stück mehr bewegen. Noch immer nicht. Du giltst noch immer. Ich bin auch gefallen. Der Vogel ist gefallen. Ich kann mich noch mal nicht bewegen. Du fliegst doch mittlerweile, oder? Ja, ich bin hier vorne. Hallo. Habe ich den Vogel jetzt verbuggt? Warte, ich stelle mich noch mal drauf und wieder runter. Warte. Ah, jetzt geht's wieder. Alles gut. Alles gut. Ist auch witzig. Bin zuerst da. Nein, bist du nicht. Zack, haben wir drauf gesetzt. Oh, hör doch auf, so zu leuchten, du. Was? Hat's geblendet? Ja. Das sieht aber ungünstig aus. Ich weiß nicht, ob das so eine Standardlandung jetzt ist hier. Was jetzt? Na, der Quetzal hier. Ich pack mal direkt daneben. Ne, hängt er bei dem mit dem Kopf im Boden? Ja, nicht im Boden, sondern auf dem Boden. Achso, okay. Hier und den Affen lege ich hier unter den Vogel. Neben den Vogel. Okay. Oh, Basti, ich muss dir was zeigen. Komm mal mit. Mit dem Ketz hole ich den raus. Also, ne, ich nehme einfach den Ketz und heb das Viech dann hier wieder raus. Was, Fred, wo? Komm mal mit. Zu meiner Hütte. Ja, also wir treffen uns vorne am Eingang. Sieht gut aus, Fred. Das sieht schön aus. Das ist ja nur, ich weiß nicht, ob das so gut ist, dass das hier so asymmetrisch ist. Was meinst du? Ich finde asymmetrisch immer gut. Ja. Ich mag das. Eigentlich, ich finde es schön, wenn man eine Symmetrie hat, die dann aber auf eine ästhetische Art und Weise gebrochen wird. Komm mal hoch, komm mal her, meine ich. Hoch bin ich schon. Hier, so, hier. Oh, es ist 22 Uhr. Vorsicht. Okay. Oh! Das ist sogar Zimmergrün. Ja, so ein bisschen ist hier reingewachsen. Aber hier vorne, guck mal hier. Hier ist nämlich das Schmankerl. Hier so schön versteckt, aber trotzdem noch Alter, offen. Alter, ey. Ladies. Seht ihr das? Hier muss noch natürlich eine Fackel an die Wand, weißt du? Es ist halt irgendwie versteckt, aber trotzdem offen. Theoretisch könnte noch jemand hier reingucken. Und es, ne, es hat halt so ein bisschen... Prickelt halt nochmal doppelt. Ja, genau. Aber es ist trotzdem auch sehr, sehr, ne? Ja. Meine Güte, ey. Wow. Ja, ich muss hier Fred hat den Blick für die kleinen dunklen Ecken. So. Ich find's wirklich gut. Apropos gut. Wie viel Uhr ist es eigentlich? Hier im Spiel? 12:34, okay. Okay. Gemütlich, gefällt. Ja, ist wirklich gemütlich, was er da gebaut hat. Ja, das ist immer das Problem an so großen Projekten, da zumindest kommt man anfangs, zumindest mir geht's so, ich komme aber anfangs nicht dazu, so die gemütlichen Dinge zu tun, also so auf Details zu achten. Lupo, mach's gut, bis morgen. So, Fred,
Basti? Ich werde nochmal kurz eine kleine Pause machen, weil ich einfach zu viel getrunken habe. Okay. Bin gleich wieder da. Bis gleich. Bis gleich. Das hier muss, das hier ist, die Wand hier ist übrigens viel zu hoch. Das sieht nicht gut aus. Hier muss das weg und so dahin kommen, wie das hier auch da schon ist. So. Oh. Oha. Oha. Oha, oha. Hallo. So viele Dinos. So. Nehmen wir hier den ganzen Karempel mit. So. Ups. Basti hat Steine gesammelt, ne? Dann kann ich hier jetzt einfach mal so ein paar reinmachen. Und 10 behalte ich. Zack. So, wollen wir mal gucken, wie wir die Hütte ein bisschen auf Vordermann bringen. Eventuell bastle ich dann hier einfach noch eine Decke ran. Aber aus Thatch, glaube ich. Thatch. Die habe ich nämlich noch und spare ein bisschen Ressourcen dabei. Zack. Und zack. Jetzt muss ich da irgendwie hoch. So. Dann kommen hier nämlich diese Dinger hin. Und jetzt wieder das Thatch. Was fehlt dafür? Irgendwas fehlt doch. Thatch. Es wird auch gelacht. Galli! Was? Kein Thatch? Hat Basti vielleicht Thatch gesammelt? Hier drin nicht. Hier drin auch nicht. Mist! Okay. Streezy, hallo. Du kommst einfach vom Basti rüber. Luschern? Was ist das denn für ein Wort? Das hast du dir doch ausgedacht. Jetzt habe ich den Vogel da oben natürlich draufgelassen, ne? Komm runter. Vögelchen, komm, komm, komm. Put, put, put. Bleib hier. Der Basti. Was du da? Naja, ein kleiner Abstecher hier. Ich habe den Vogel aus Versehen auf dem Dach vergessen. Wolltest du irgendwas mit mir machen? Nee. Ich habe wirklich nur den Vogel auf dem Dach vergessen. Okay, und dann habe ich halt gepfiffen und dann hat er sich noch hingesetzt. Ach so, okay. Wolltest du nochmal Thatch oder was? Ja. Ein paar Drogen. Drogen? Warum Drogen? Ja, Thatch ist doch ein Synonym für Drogen, oder nicht? Echt? Dachte ich. War mir gar nicht klar. Ich esse jetzt eine Milchschnitte. Eine wunderbare. Da was du die ganze Zeit knusperst, weißt du? Und ich sitze hier den ganzen Stream über. Ich habe noch nicht mal was zu trinken hier, Basti. Was? Ja. Ich bin das aber nicht gesund. Ja. Ich muss was trinken. Hat zwar auch eine Cola hier, aber... Nein, bleib hier. Luschern. Ja, es kann sein. Ich bin mit solchen Wörtern nicht gut. Luschern? Was ist denn? Ist jetzt gerade das Ei hier echt despawned?
Alter, jetzt geht's schon so los, ne? Fred, die legen nicht nur Eier, sondern jetzt die spawnen, die legen nicht nur Eier. Die legen, vergiss es, und jetzt, die spawnen die Eier auch noch, wenn ich reinkomme. Das ist ja mal frech. Es ruckelt. Hi Mike, Thorsten, grüß dich. Ei, nein, danke. So. Genug Fetch gesammelt. Du mal lieber die Bärchen. Aber wir sind doch schon wieder die ganze Zeit hier. Wieso liegen hier keine Eier? Wenn Fred jetzt gleich hier reinguckt, dann liegen da wieder 20 Eier rum, ey. Immer fucking gleiche. Fred, wieso ist das so? Ich weiß es nicht. So, Bit kommt hier drin. So, du bist jetzt mein Vogel. Du hilfst mir jetzt hier beim Vögel. Du bist jetzt mein Vogel? Hat er das echt gerade gesagt? Schawups, schawups. Dem, dem. Dem, 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 dem. Das ist gerade 20th Century Fox. Ich war mir ehrlich gesagt selber nicht sicher. Ich habe einfach nur so vor mich hin gedämmt. Okay, naja. Ist ja jetzt nicht, wo man quasi, ne? Finde ich auch. So. Ich brauche noch ein bisschen Holz. Emre, hier gucken nur Jungs zu. Hier gucken ausschließlich Jungs zu. Wieso? Jetzt kann man die Frage, ob auch Mädchen zugucken. Nur Jungs. Das ist, haben wir doch vorher markiert, oder nicht? Ja. Wir sagen das halt auch immer wieder. Kann man auf Twitch auch einstellen, dass nur Jungs zugucken dürfen. Dieser Dodo hier, ne? Das ist ein bisschen scheiße, dass du hier rumstehst die ganze Zeit. Komm mal her. Jetzt ist der Vogel schon wieder auf dem Dach mit meinem ganzen Holz. Was machst du denn immer, Fred? Na, auf dem Dach arbeiten. Ja, aber... Warum? Na... Wegen der Sicherheit. Aus Sicherheitsgründen auf dem Dach arbeiten, das ist richtig gut. Ja, das muss doch dicht sein oben alles. Nee, ich muss halt hier das Dach ändern. Und man kann ja leider nicht erst die Schräge bauen und dann den Rest, sondern man muss erst diese Sloped-Dinger-Wände bauen. Ja. Bla, blablabla. Blablabla. Was meinst du, wie das aussieht, wenn du deinen Thatch jetzt noch in weiß anstreichst? Nee, warte mal, wenn ich meinen Thatch jetzt... Nee, wobei, das sieht wahrscheinlich nicht so gut aus, aber... Man kann ja es gibt ja mittlerweile, glaube ich, irgendwie 30 unterschiedliche Farben oder sowas. Echt? Ja, und das ist dann... Das Gute ist halt, die Töne sind trotzdem die gleichen quasi. Also das ist nicht so, dass wenn du es jetzt in pink anmalst, ist es komplett pink, sondern es ist an der einen Stelle ein bisschen dunkler, an der anderen ein bisschen heller. Dementsprechend ist mit dem Anmalen gar nicht mal so wild. Apropos Anmalen. Wir hatten ja den Vorschlag des Fahrstuhls anmalen. Timon, ja. Ich gehe stark davon aus, dass das Spiel zurückgesetzt wird, wenn es rauskommt. Zumindest die Server werden zurückgesetzt. Welches Spiel? Ich bin ziemlich sicher. Dieses hier. Meinst du? Das wäre ja doof. Mhm. Stell dir mal vor, dass wir zurückgesetzt. Alles, was du jetzt gebaut hast, weg. Ja, das wäre zwar in dem Moment, jetzt sind die plötzlich wieder Eier. Weil du wieder da bist. Die verstecken sich einfach mal die Eier, wenn du nicht da bist. Nee, ich glaube, ja. Also es wäre ärgerlich, auf jeden Fall. Weil warum weg braucht, ist. Entschuldigung, warum Seite? Braucht die Wooden Bench 120 Holz? Frag mich nicht. Das ist mit den, es ist unverhältnismäßig, manche Sachen.
Nee, aber auf der anderen Seite muss ich halt sagen, ich hatte ja die ganze Zeit Spaß hier und deswegen, gut, dann fange ich mal wieder von vorne an. Ische! Kann man was Angemaltes wieder unangemalt machen? Ja, ich meine, da gab es vor einiger Zeit gab es da einen Patch, der so eine Farbe irgendwie mitgebracht hat. Fred, bist du noch da? Ja. Gut. Ich habe immer Angst, wenn du nichts sagst, dass du plötzlich weg bist. Ja, nee, das ist, wenn ich so kontrolliert konzentriert bin. Kontrolliert konzentriert? Das ist aber gut. Du kontrollierst nur, also es ist wirklich dann auch wirklich bewusst konzentriert, ne? Genau. Bewusst kontrolliert konzentriert. Ja, du hast richtig gesehen, Freezy. Er hat jetzt Federn. Hier. Und auch das Mammut. Hier. Mammut. Mammut. Wo bist du? Komm ran, du hier. Brumm, 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 brumm. Ach nee. Hier. Guck mal, das Mammut ist jetzt total flauschig. Da kann man sich drunter stellen und wie durch eine Waschstraße gehen. Wenn das Mammut jetzt noch nass wäre. Daten vom Server, kann man hier sichern? Ja. Ich bin viel schneller als du. Phantompolar, es kann halt sein, dass es einfach nicht kompatibel ist, dass sie dann zum Schluss nochmal, also wie gesagt, auf privaten Server wird es kein Problem sein, denke ich, hoffe ich. Aber die öffentlichen Server werden auf jeden Fall gewiped. Mit absoluter Sicherheit. Kann aber sein, dass die irgendwann mal ein Update bringen, was einfach dafür sorgt, dass gewisse Dinge nicht mehr funktionieren. Wann war denn das? Gestern oder so hatte ich eine Idee, wo ich gedacht habe, da müssten sie aber die gesamte Insel nochmal umändern. Richtig, was ich voll geil fände, wäre, wenn die Flüsse tiefer wären. Dass man mit, zumindest mit Haien oder Delfinen oder sowas, dass man da die Flüsse raufschwimmen könnte. Brit, bist du jetzt auch noch da? Ich bin da, ja. Gut. Hi, No Punch, grüß dich. So, dann hattest du vorhin so eine Wall Torch. Das will ich auch haben. Soll ich deine herstellen oder willst du die selbst? Ich mach das selber. Gut, dann hau deine Punkte raus. Du, ich hab noch genug. Ich hab noch 340 Punkte. Wieso wäre es unlogisch? Was wäre unlogisch, wenn es das Fische hochschwimmen? Meinst du wegen Salz und Süßwasser? Muss man die? Ach, die muss man an der Smithy herstellen. Es gibt genug Fische, die sowohl in Salz als auch Süßwasser und Brackwasser überleben können. Ja? Was? Nichts. Ich wollte schon einmal kurz deinen wunderbaren Namen sagen. Oh. 2, 4, 6, 8, 1170. Das reicht noch immer nicht. Noch lange nicht. Wie man am besten Fiber farmen kann. Man nimmt einfach so ein Äffchen. So wie Basti das hat. Ne? Bitte? So ein Gorilla quasi. Nimmt man, den stellt man irgendwo hin und dann sammelt er die ganze Zeit Fiber ein. Richtig, muss er am Busch daneben stehen, ansonsten macht er nämlich gar nichts. Nichts macht er! Faule Sau, du. Echt, hey. Was ist das für ein Soundtrack, den ich gerade höre? Das ist Beyond the Forest aus Hobbit. Hab ich doch sofort erkannt. Spark Powder, hast du da noch irgendwas? Ja, wie viel brauchst du? Ja, so einen kleinen Vorrat von 100 oder so. Willst du da eine Fackel anzünden oder was? Ja, nur mal testweise. Ja, nee, dann nimm immer nur eins. Immer nur eins. Nimm immer ja, nur ich eins. Mach die ja direkt wieder aus, du. Ja, trotzdem. Man vergisst den Scheiß. Und dann ballerst du da 100 von Dingern durch. Immer nur eins. Ich hab jetzt 36 genommen. Das reicht für eine Viertelstunde, wenn du nur eins reinschmeißt. Ja, ich will es ja nur einmal kurz testen. Das ja, soll dann nur... mach doch einfach eins rein, dann kannst du auch eine Viertelstunde lang testen. Nee. Ja. Ich sag dir, Fred. Das ist wirklich so. Man vergisst den Scheiß und dann brennt es für immer und ewig.
So, jetzt habe ich sie ausgemacht. Guck jetzt. Warum alles denn? Gut. Siehst du, es hätte jetzt eine Viertelstunde brennen können. So. Ich hätte jetzt gerne so einen Tisch, ne? 100 Holz und 12 Metall. Das ist ja frech. Metall ist auch hier, wo du Sparkpowder raus hast. Da ist Rohmetall drin. Ja, warte mal. So. Na, 22, ich glaube 12 braucht man. Ich würde sagen, wir werden in der nächsten Nacht, werden wir mal, wirst du bei dir deine Fackeln anzünden. Ich zünde hier in dem großen Haus alle Fackeln an, bei mir meine Fackel. Und so, und dann können wir uns mal angucken, wie das alles eigentlich so, was es so für einen Eindruck macht in der Nacht. So, diese Dinger müssen noch abgestützt werden. Ja, das können wir gerne machen. Gut. Gut, gut, gut. Aber ich wollte sowieso noch mehr Fackeln bauen eigentlich. Ach, guck mal. Hier ist der Fred, guck mal. Ja, Sekunde. Der rennt weg. Vergiss es. Was denn? Vergiss es. Nee, ist gerade der. Ich weiß zwar nicht, wie der jetzt hierher gekommen ist, aber. Ja, was denn? Na, der eine Dino war plötzlich hier in der Eierfarm quasi. Quarzi. Quarzi? Quarzi! Quarzi war da der Dino drin. Ja, da war Quarzi, ja. Auch ein neuer Vogel. Den gibt's auch in Ark. Quarzi. Ja. Ist noch größer als der Ketzer. Riesengroß. Boah. Ja, wir müssten mal. Ich guck gleich mal nach dem Giganoto. Ich glaube, den Rex-Schädel, den kann man finden, oder nicht? Wenn man Rexe tötet. Alpha, ja. Alpha-Rex. Den Alpha-Rex musst du töten. Ja, Ankartis. Den Alpha-Rex musst du töten. Timon, schlaf gut. Dann kriegst du den eventuell. Ich glaube, es ist auch nur eine Chance, dass du den bekommst. Also bekommst den nicht immer, was, glaube ich, bedeutet... Dass man die nicht jedes Mal bekommt. Genau, und das ist quasi eine Chance dann, ne? Also es ist, So. Hast du innen drin auch Lichter? Hier in dem großen Haus, ja. Aber nur aus Look-Gründen. Verstehst du? Damit man so denkt von außen, oh... Das ist ja heimelig da drin. Oh, denkt man. Verstehst du? Ja. Ob du das verstehst? Ja, ich verstehe das. Mann. Ey, Luca, grüß dich. So, und hier mache ich mein Bettchen hin. Ein Frettchen? Kann man die nicht umbenennen? Ja. Wen? Fritz. Schnuffel. Fritz Schnuffel. Ding. Und redet der Mann? So, das weiß ich selber nicht. Okay. Ich habe gerade eine Tür gehört, Basti. Bitte? Kann nicht sein. Ich sehe dich auch mit einer. Du hast doch eine Armbrust in der Hand. Nein. Da ist doch bestimmt wieder ein Betäubungsfall drin. Nein. Ich würde sowas nie machen. Red. Du mal, ich kann von hier aus. Komm mal her. Was denn? Bitte bleib im Sichtfeld. Ich kann von hier aus, guck mal, kann ich überall hier runter gucken. Damit?
Er holt wieder direkt die. Ja, natürlich! Aber du hast einen fucking Helm auf! Oh, diesmal mal lang, Fred. Verdammt, jetzt hör endlich auf, bewusst bei Bewusstsein zu bleiben. Nein! Ah, ich hatte eine Brust an? Ich hatte eine Brust an, ne? Ja, hattest du. Daran nagst. Du bist zu schwer, ich kann dich nicht ziehen. Wirklich nicht? Nee. Aber wie gut ist das denn? Siehst du, hat doch einen Sinn, dass ich dick bin. Achtung! Da steht er wieder. Ich habe hier so Pfeile in meinem Sicht. Aua! Nee, alles gut, Fred. Oh! Oh, da hat er wirklich nur einer gefehlt. Du siehst aus wie ein Engel, wenn du schläfst. Oh Gott, Alter, ist das gruselig. Wie der Todesengel. Hast du dich gerade über mich gelegt? Nee. Sehe ich doch. Nein. Ich würde das nie tun. Oh, ich sehe dir genau in die Augen. Oh, 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 stehst du wieder. Hi, na? Hallo. Gut geschlafen? Ja. Schön. Guck mal hier, dieser Schrank, der kommt weg. Okay. Vielen Dank für die Info. Gut. Naja. Guck mal hier. Der Schrank. Der kommt weg. Ja gut. Naja. Meinst. Ich bin ja sehr effektiv hier gerade. Ich brauche noch mehr Cementing Paste. Und ich brauche das. Warte mal, ich baue jetzt erstmal was anderes. Ich mache jetzt erstmal das Dach da oben nicht. So, hier kommt der ganze coole Shit rein. Für was sind eigentlich die kleinen Dinos, die man ohne Minus wo auf der Schulter tragen kann? Keine Ahnung, für die Vielfalt der Arten. Nee, letzten Endes sind die halt einfach, die machen recht viel Schaden, wenn du mehrere davon hast. Und ja, das war's eigentlich auch. Ich meine, wofür sind Raptoren gut? Wofür sind Rexe gut? Wofür sind Spinos gut? Dilos, wofür sind die gut? Peter hatte Mini-Brüste. Was? Weiß nicht, hat irgendjemand gerade im Chat geschrieben. Ich habe keine Ahnung, wer. Der Paris war's. Der ja, Paris. Admiral. Nicht der Tom, sondern der Admiral. Du alter Nerd, du. Ich? Ja. Wieso ich denn? Ja, du. Haha. Sieh du. Dich nur an, du Nerd. Ich mach hier noch ein paar Dinge weg. Achso, über den Augen. Über den Augen hattest du Mini-Brüste. Ja, das stimmt allerdings. Das sind... Hat, hallo? Du bist ein Klingone. Oh, Eier, guck mal. Ich sag euch, Leute, wenn Fred wieder nicht da ist, dann guck ich hier genauso häufig rein und keiner her sind da. Ich hätte jetzt eigentlich Leder reingelegt, ja. Das gehört ja nicht rein, ne? Ja, ich glaube, ich habe gekackt gerade. Sorry. Du glaubst aber nur... Ja, ich bin mir nicht sicher. Das fällt einfach nur durch. Zack, so, was, wie, wo, wer? Und warum, vor allem. Ich wollte gerade irgendwas tun. Das ist auch sehr lobenswert. Danke. Was meint ihr, in welcher Farbe macht denn der Fahrstuhl Sinn? Also diese, vor allem diese Planke. Kann man das im Braun anmalen? Ich guck mal, welche Farbe ich da hab. Warte mal, das machen wir direkt mal. Schwarz. Blau. Bei Silber ist es ja schon. Tatsächlich mal was man anmalen könnte. Sky Coloring. Schwarz können wir mitnehmen, die anderen Farben vielleicht noch Brick Coloring, aber das ist eher so.
Ich bin rot. So langsam. The fuck? Rot, pink, gelb, genau, ja, Leute, genau. Ihr wisst genau, ihr kennt mich. Ich merke schon, ihr kennt mich. Ihr wisst genau, worum es mir geht. Malt doch halt einfach ein Neon-Pink an. Damit man den Scheiß noch besser sieht. Hör mal, es soll gut aussehen und nicht irgendwie wie ein Kindergarten. Meine Güte, ich möchte echt eure Basen nicht sehen. Das sieht doch alles aus wie hingekackt und hingeschissen. Hey, du beleidigst meine Base? Kann man die Dinge überhaupt anmalen? Oh, kann man. Schwupps. Kann man sogar unterschiedlich anmalen. Und 3, das ist hinten. Und 4 sind die. Aha. Sieht's aus mit Schwarz. Ich könnte hier noch Gärten hinbauen. Gärten? Hm. Matt hat Checker gesagt. Wo denn? Wo willst du Gärten hinbauen? Ja, hier unter die Liebesterrasse hier. Ach so, ja. Musst du aber bewässern, ne? Mhm. Ich weiß wohl. Das Problem, wenn sie nicht überdacht sind, dann kannst du sie einfach so hinstellen, dann brauchst du gar kein Bewässerungssystem. Es regnet häufig genug. Ich muss erst noch mal mit Kalli noch ein bisschen Holz sammeln gehen, solange der Tag noch hält, ne? Nee, ich brauch doch nicht. Ich bin ohnmächtig, Fred! Warum? Wieder zu wenig getrunken oder gegessen oder so. Ich dachte, das ist hier der Kindergarten der Erwachsenen. Nieten Bronze oder Silber, der Rest matt oder braun. Ja, das hier sieht auf jeden Fall nicht so gut aus. Ne? Das ist tatsächlich so ein Orange, das ist irgendwie ganz schön hässlich. Okay, na gut, egal. So, dann müssen wir mal sehen, ob das hier hinpasst. Ja, Mist, Fred, ich habe irgendwie Durst. Habe ich noch? Warte mal, wollte ich noch irgendwas machen hier? Nee, hier kann ich es eigentlich jetzt anbauen, den Scheiß. Natürlich auch. Nee, doch. Das ist nicht gut. Das ist viel zu groß. Passt hier nicht hin. That's what she said. Oh. Mensch. Wieder ein Stückchen weiter hier. Ich bin vor allem auch ein bisschen weitergekommen hier mit meiner Hütte. Aber ich will jetzt auch gar nicht mehr so lange machen. Ich muss mich nicht nämlich gleich schon ins Bettchen lummern. Was? Ja. Lass uns einmal hier in der Nacht das Licht erleuchten und dann können wir uns ja vielleicht auch bei mir in der Kuschelecke treffen. Ja, gleich. Moment. Ne, ich kann auch direkt E drücken, ne? E. Hoffentlich werde ich wieder ohnmächtig. Ich werde immer ohnmächtig, wenn ich Fackeln anzünde. E. Fetch und Fiber. E. Juppidu. So, dann brauche ich nämlich noch einen Container für quasi Dinge, ne, die ich abkriege vom Schlafen gehen. Meinst du für Taschentücher und so? Ja. Mhm. Na
So. So. Hier noch anmachen. Da noch. Oh Gott, diese ganzen Fackeln immer, Fred. Da sind alle an. Jetzt mal schnell was trinken. Du musst noch die Lampen ausmachen. Ja, ja. Wieso sind die eigentlich an? Ja, habe ich vorhin angemacht. Soll ich die Lampen ausmachen? Muss ich ausmachen? Die ausmachen? Immer. Ja. Du kannst Fragen stellen. Kann ich. Haben mir meine Eltern so beigebracht. Ups. Es gefällt mir noch mal sehr gut. So das Haus, wie es so fackelt. Das ist recht angenehm. Oh, hier, das ist aber gut. Hast du jetzt alle Fackeln per Hand angemacht? Ja. Das sieht aber wirklich gut aus. Ja, hier vorne fehlt mir noch ein bisschen Gefackele. Wo fehlt noch ein bisschen Gefackele? Bei mir vorne. Hier. Ja. Ich glaube, es ist sehr romantisch. Was ist denn? Oh, das ist ein bisschen hell, deine Fackel, aber gut. Komm mal mit, Basti. Okay, ich komme mit. Also hier, ne, mein Balkon. Komm, setz dich doch dazu. Oh, warte, Moment. Ja, so, Moment. Ey! Verdammt. Ich find's schade, dass man sich nicht von vorne angucken kann. Auch nicht mit K oder so. Tja. Komm mal mit. Okay. Komme. Hier die Leiter hoch, ne? La da 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 da. Oh. Komm du erstmal ruhig hier hin. Ne? Ich muss noch mal eben ablegen. Ich leg mich schon mal ins Bett, Schatz. So. Gott. Boah. Das ist doch romantisch hier, oder? Mmh. Oh ja, mit deiner ungewaschenen... Bist du ein schöner Mann, das ist einfach nicht zu glauben. Guck mal, und hier... Ach. Die Tiere, ja. Ne, die können uns... Die gucken uns zu, Basti. Guck mal. Sache, ey. Wir können ja beim nächsten Mal noch hinten von der Eierfarm die Tore aufmachen. Dann gucken wir uns noch mehr Augen zu. Oh, Entschuldigung. Ey, du hast mein Bett kaputt gemacht. Ich war einfach zu geil. Sorry. Ja, nee, ja. Guck mal hier, die... Das ist doch... Hat doch was hier. Ja, ja. Hier, ich habe 3 Fackeln hier in diesem Haus. Die hier vorne und unten auf dem Balkon. Hast du 3 Fackeln? Ja, müsstest du gleich ausmachen. Die müsste ich gleich ausmachen. Weil wieso? Ich muss mich doch jetzt hier gleich ausloggen. Und du hast da wahrscheinlich irgendwie massig Sparkpowder reingehauen, ne? Anstatt einfach nur eins reinzulegen und die fröhlich ausbrennen. Hast du da jetzt gerade etwa in jedes Ding ein Sparkpowder reingelegt? Natürlich, ich muss doch so oder so hin, um die wieder auszumachen. Dann kann ich genauso gut einfach eins reintun, dann sonst müsste ich ja nochmal hinlaufen. Ja, aber du musst, normalerweise läufst du hin, drückst E. So, und dann läufst du nochmal hin und drückst wieder E. Ja. Und So musst du halt E drücken. Nee, nicht mal, du drückst erst F. Da musst du Fackeln rüberziehen. Aber ich muss halt nur einmal hinlaufen. Doppelklicken, musst du auch 2 klicken. Ich muss aber nur einmal hinlaufen. Ja. Muss ich für den hier die Fackeln ausmachen? Mann. Nur weil du den Scheiß nicht farmst. Wa? Du weißt überhaupt nicht, was ich hier täglich leisten muss. Ich erinnere mich noch ganz genau daran, wie ich dir früher immer das Black Powder geben musste. Ja, ja. Flint und Stone, das ist mein Metier, Basti. Aber das soll uns jetzt hier gar nicht stören. Wir wollen uns doch jetzt lieb haben. Okay. Du bist nicht ohnmächtig.
Wolltest du schlafen, habe ich gedacht. Ja, aber mach mein Bett nicht kaputt. Jetzt bin ich ohnmächtig. Aber richtig ausgenockt. So, ich habe auch gleich das gekackt, kann das sein? Was? Hast du wirklich gekackt? Also ich hab's kacken hören. Warte, ich weiß nicht, ob du das warst. Nee, das war ich. Das war ich. Das war in dem Schlagtag so viel Anstrengung. Ey, du bist auch richtig... Du bist super weggeflogen. Das war echt besser als Klitschko, ey. Du hast auf mein Bett gekackt. Ja, Entschuldigung. Mann. Ich muss es noch im Wer hat in meinem Bettchen reden. Geschlafen und wer hat auf mein Bett gekackt? Wer hat aus meiner Tasse getrunken? Was ist denn? Wie ich dich weggehauen hab, Mann. Aua. Du musst wieder alle Sachen kaputt machen, wa? Ey. Nein, verdammt. Einfach weniger Fortitude als du. Fortitude. Oh, ja, ich bin hier halt der Fortitude, ja. Der 40-plus-Dude. Ich sehe es jetzt ja gerade erst. Anonymous hat 6,66 Euro gespendet. Siehst du das jetzt? Ja, das ist mir schon vorhin aufgefallen, aber noch nicht so. Ich habe es jetzt erst bemerkt, weißt du? Gut. So, gute Nacht, Basti. Gute Nacht, Fred. Schlaf gut. Bist du so. So tief? Oh Gott. Jetzt so, halb durch den Boden. Ich muss jetzt auch noch hier. Ich kann mich ja nicht einfach nur ausloggen und dann war's das, ne? Sondern auf Wiedersehen, Leute. Es geht nicht gleich los. Noch wieder anziehen. Das ist irreführend. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hatte ziemlich viel Spaß mit dir, Basti. Es war schön. Ja. Kann ich nur so zurückgeben, Fred. War vor allem wirklich schön, mal wieder in Ark so vor sich hin zu spielen, ein bisschen zu bauen, ein bisschen zu quatschen und so. Ja. Ja. Jederzeit gern, Fred. Du kannst jederzeit immer dabei sein. Da unten hängt der, guck. Es ist Exorzismus hier gerade, was du hier machst. Ja gut, Leute, ne, geht jetzt alle, falls ihr das noch nicht wart, geht ja alle rüber zu Basti und viel Spaß mit dem noch. Der streamt bestimmt noch bis spät in die Nacht. Ja, also ich weiß nicht, wie viel haben wir es denn? Ist ja erst 20 vor 11, das ist ganz komisch, die Zeit mit dir hier, die ist überhaupt nicht wie im Flug verflogen. Also nee, es ist ganz seltsam, ich habe wirklich den Eindruck, ich würde noch überhaupt nicht lang, ich würde schon viel länger streamen. Toll. Hey. Du lässt die Uhren sich langsamer drehen. Ich weiß gar nicht. Das ist tatsächlich gerade ein Kompliment. Also ich habe halt, verstehst du? Ja, ich verstehe schon. Nein. Nee, so. Viel Spaß. Fred, schön, dass du da gewesen bist. Auf Wiedersehen, gerne wieder. Wird bestimmt auch wieder mal was demnächst. Ich hoffe. Tschüss.